Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 1, Fragestunde, Drucksache 19/6219. Hier haben wir es. Frage 1004, Herr Abgeordneter May. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, ich frage die Landesregierung, welche Projekte zur Entwicklung von Energieeffizienzkonzepten an den Hochschulen werden im Rahmen des Hessischen Hochschulpakts 2016 bis 2020 aus dem Innovations- und Strukturentwicklungsbudget gefördert? Ja, sehr geehrter Herr Präsident, lieber Herr Abgeordneter May, das ist ja kein Geheimnis, dass die Hochschulen zu den Großverbrauchern Energie gehören, was nicht daran liegt, dass sie nicht sorgsam mit dem Thema umgehen, sondern weil sie eben eine besondere Größe haben. An den Hochschulen des Landes studieren, oder nicht nur studieren, sondern es sind ja auch die Beschäftigten, befinden sich also, muss ich sagen, 260.000 Menschen. Sie nutzen einen Gebäudebestand dafür mit insgesamt rund 1,5 Millionen Quadratmetern Nutzfläche. Und ich glaube, aufgrund dieser Größenordnung wird es ja deutlich, dass trotz aller Bemühungen zum energiesparenden Bauen, was wir im Zusammenhang mit Heureka durchaus machen, dass insbesondere im Nutzerverhalten ein wesentlicher Schlüssel zur Energieeinsparung und zur Reduzierung der CO2-Emissionen liegt. Hieran und an die in unseren Hochschulen vorhandene fachliche und wissenschaftliche Expertise knüpfte im Übrigen die Projektförderung an. Und das Hessische Ministerium für Wissenschaft und Kunst fördert in einer ersten Förderrunde von 2016 bis 2018 insgesamt 17 Projekte mit einem Gesamtvolumen von rund 5,9 Millionen Euro. Dazu gehört also einschließlich der Eigenbeteiligung an 10 hessischen Hochschulen mit 4,2 Millionen Euro aus dem Innovations- und Strukturentwicklungsbudget. Und die Hochschulen beteiligen sich eben beim Innovations- und Strukturentwicklungsbudget in der Regel mit 25% aus eigenen Mitteln an solchen Projektkosten. Und die Förderungen aus den Mitteln des Hessischen Hochschulpaktes, dazu gehört ja das IEB, sind damit auch, man muss sagen, ein wesentlicher finanzieller Beitrag des HMWK für den Klimaschutz an den hessischen Hochschulen. Darüber hinaus gibt es noch viele unmittelbare und vielfältige Engagements der Hochschulen. Ich will Ihnen mal ein paar der Projekte nennen. An der Uni Kassel sind es rund 1,1 Millionen Euro. Da geht es um die Implementierung eines integrierten Nachhaltigkeitsmanagements. Es geht um den CO2-optimierten Campus. An der Philipps-Universität in Marburg geht es um 600.000 Euro. Da geht es um Energiecontrolling, Betriebsoptimierung und Energieeinsparung durch Anreizsysteme. Da gibt es ein Klimaschutzkonzept. In Gießen an der JLU gibt es das Projekt Energetischer Masterplan. Die Goethe-Universität ist beteiligt mit 620.000 Euro. Da geht es vor allem um die Erstellung eines Energieeinsparkonzeptes und um die Einführung eines Energiemanagementsystems. Die TU Darmstadt ist mit ein bisschen mehr als 500.000 Euro beteiligt an der Entwicklung eines nachhaltigen Campus an der TU Darmstadt. Und auch die Hochschulen für angewandte Wissenschaften sind intensiv beteiligt. Die FRA-UAS beispielsweise mit einem nachhaltigen Mobilitätsmanagement. Die Hochschule für Musik und Darstellende Kunst als eine unserer kleinsten Hochschulen ist mit 191.000 Euro dabei und erstellt ein Energiekonzept. Die Hochschule Rhein-Main nutzt beispielsweise Abgas, Wärme oder hat ein Brennstoffzellenheizsystem in Verbindung mit einer unterbrechungsfreien Stromversorgung gefördert. Die Hochschule Geisenheim ist vielfältig dabei mit entsprechenden Initiativen und Maßnahmen. Und an der TAM in Mittelhessen wird das Projekt mit 187.000 Euro Energiekonzept für eine CO2-neutrale Hochschule gefördert. Vielen Dank. Dann kommen wir zu den neuen Fragen. Da beginnen wir mit der 1005, Frau Abgeordnete Hartmann. Ich frage die Landesregierung, ist derzeit eine Anpassung des Erlasses zu Schulwanderungen und Schulfahrten des Hessischen Kultusministeriums vom 7. Dezember 2009 hinsichtlich zwischenzeitlich eingetretener Preissteigerung bei Ausflügen von Schulklassen geplant?
Herr Kultusminister Prof. Dr. Lorz. Ja, Frau Abgeordnete Hartmann, eine Anpassung des Erlasses vom 7. Dezember 2009 ist vorgesehen. Dies wurde zuletzt auch im Rahmen der mündlichen Frage Nummer 987 erläutert. Zusatzfrage, Frau Kollegin Hartmann. Ja. Ja. Weshalb wurde einer Lehrkraft, die diesbezüglich im Ministerium nachgefragt hatte, mitgeteilt, dass diese Erhöhung nicht geplant ist? Herr Kultusminister. Frau Abgeordnete Hartmann, es tut mir leid, diese Nachricht ist mir nicht bekannt. Wenn Sie mir die Korrespondenz übermitteln, stellen wir das gerne richtig. Zusatzfrage, Frau Kollegin. Wie ist geplant, mit den Kostenobergrenzen umzugehen, wenn Klassen durch eigenes Engagement Einnahmen erzielen, die dann für Klassenfahrten verwendet werden sollen? Herr Kultusminister. Frau Abgeordnete Hartmann, das ist in dem Erlass nicht geregelt. Ich sehe da aber auf den ersten Blick eigentlich kein Problem, wenn die Kosten auf diese Art und Weise gedeckt werden. Zusatzfrage, Herr Kollege Schmidt. Ja, Herr Minister, möglicherweise liegt ein Missverständnis vor. Sie haben in der Beantwortung der letzten Fragestunde dargestellt, dass die Obergrenzen für die Lehrer erhöht werden sollen. Die Frage von Frau Hartmann richtet sich nach der Obergrenze für die Klassenfahrten. Ist daran eine Änderung gedacht? Bei den Klassen. Herr Minister. Herr Abgeordneter Schmidt, dann versuche ich meinerseits auch ein Missverständnis aufzuklären. Bei der Frage der Entschädigung für die Lehrkräfte geht es nicht um Kostenobergrenzen, sondern da geht es um die Frage der Kostenerstattung für die Bediensteten des Landes. Bei den Schülerinnen und Schülern geht es in der Tat um die Kostenobergrenzen, die von den Eltern zu leisten sind. Wir planen eine Anpassung des Erlasses, was die Kostenerstattung für die Lehrerinnen und Lehrer anbetrifft. Wir planen derzeit keine Anhebung der Kostenobergrenze für das, was die Eltern aufzubringen haben für entsprechende Schulfahrten. Aber wie gesagt, das betrifft die Obergrenze für das, was die Eltern aufzubringen haben. Und es gibt jedenfalls nach meinem Wissen keine Obergrenze für das, was beispielsweise durch Aktionen generiert wird, wie sie Frau Hartmann eben beschrieben hat. Okay. Herr Degen, bei der Zusatzfrage. Herr Kultusminister, wann ist mit dem neuen Erlass zu rechnen? Herr Kultusminister. Herr Abgeordneter Degen, sobald, was ich doch hoffe, der Hauptpersonalrat der Lehrerinnen und Lehrer dort seine Zustimmung gegeben hat, beziehungsweise also personalvertretungsrechtlich korrekt beteiligt worden ist. Frage 1006, Herr Abgeordneter Franz. Wo ist er denn? Hier. Ich frage die Landesregierung, warum kann angesichts der konstant hohen Einnahmen aus der Feuerschutzsteuer keine erhöhte Förderung für die freiwilligen Feuerwehren entlang der A44 gewährt werden? Herr Innenminister. Herr Abgeordneter, das Land fördert die freiwilligen Feuerwehren in Hessen in einer bisher noch nie erreichten Höhe. Sie waren ja am vergangenen Samstag mit dabei bei der Landesverbandsversammlung des Landesfeuerwehrverbandes. Da haben Sie ja auch die entsprechenden Hinweise durch den Landesfeuerwehrverband vernommen. So wurden im Jahr 2017 300 Förderungen an Fahrzeugen und baulichen Maßnahmen mit einer Gesamtsumme von 21 Millionen Euro bewilligt. Damit wurde eine Bewilligungsquote von 95,8% erreicht. Gegenüber 2016 mit insgesamt 170 Förderungen und einer Gesamtsumme von rund 12 Millionen Euro konnte der Beitrag des Landes zur Förderung der Feuerwehren damit deutlich erhöht werden. Dies war nur dadurch möglich, dass zu den Mitteln aus der Feuerschutzsteuer zusätzliche Mittel aus dem allgemeinen Landeshaushalt zur Verfügung gestellt wurden. Dieses Niveau, auch das haben wir am Samstag miteinander besprochen, wollen wir auch in diesem Jahr halten bzw. noch einmal übertreffen. Wir gehen davon aus, dass wir dort 27 Millionen Euro zur Verfügung haben. Feuerwehren mit einem zugewiesenen Einsatzbereich auf Autobahnen erhalten bei Beschaffung eine erhöhte Förderung. Für die Besonderheit der Tunnel erfolgt die Anschaffung der Sonderausstattung Tunnelfeuerwehr im Rahmen einer Projektförderung sogar durch Übernahme der Kosten zu 100%. Zum Vergleich,
Der in der Brandschutzförderrichtlinie enthaltene Regelfördersatz beträgt 30%. Weiterhin erhielt beispielsweise Hessisch-Lichtenau im letzten Jahr für die Beschaffung von 2 Feuerwehrfahrzeugen aufgrund der erhöhten Förderung jeweils eine Zuwendung, die 50% der zuwendungsfähigen Kosten deckte. Die Zuwendung hatte eine Gesamtsumme von 171.500 €. Im Jahr 2016 wurde ein Fahrgestell für den Ortsteil Retterode kostenlos zur Verfügung gestellt, bei dem in den nächsten Tagen in Dienst gehenden Löschgruppenfahrzeug 20 hat sich das Land Hessen mit 90.000 € beteiligt. Auch das war mit einer erhöhten Förderung von 40% der zuwendungsfähigen Kosten. Dann kommt die nächste Frage. Das ist die Frage. Halt, Herr Franz, eine Frage noch. Wo ist denn jetzt hier? Langsam drücken. Jetzt, danke. Herr Minister, nach einer Prognose von Hessen Mobil werden nach Fertigstellung der Autobahn mit den 13 genannten Tunneln ca. 676 Unfälle pro Jahr prognostiziert. Halten Sie die Aussage Ihres Pressesprechers Markus Gerngross und des Pressesprechers des Wirtschaftsministeriums Wolfgang Harms in der Werra Rundschau vom 22.03.2018, dass für die Gerätschaften der Feuerwehren nur überschaubare Unterhaltungskosten anfallen, die zudem noch in kommunalen Einsätzen eingesetzt werden können, für gerechtfertigt und plausibel? Herr Innenminister. Herr Abgeordneter Franz, Sie wissen ja nun als feuerwehrpolitischer Sprecher der SPD-Landtagsfraktion doch sicherlich sehr gut, dass wir ausschließlich Investitionen seitens des Landes und gerade bewusst nicht die Unterhaltung von Feuerwehren entsprechend fördern. Wie Sie selbstverständlich wissen, ist das eine Aufgabe, die die Kommunen als Aufgabenträger in unserem Land zu bewältigen haben. Und wir reden ja nicht nur von 8 Feuerwehren im Bereich der A44 und den dortigen Autobahnen, sondern wenn wir insgesamt die Feuerwehren betrachten, die zuständig sind für Autobahnen, dann reden wir von rund 100 Feuerwehren. Also das heißt, es ist nicht nur eine Einzelfrage, die sich in Hessisch-Lichtenau an der A44 stellt, sondern es ist eine Frage, die sich für das ganze Land stellt. Deswegen ist es, glaube ich, richtig, dass wir bei der bisherigen Systematik bleiben. Aufgabenträger ist die Kommune. Die hat sich natürlich auch entsprechend um die Unterhaltung der Feuerwehren zu kümmern. Und wir seitens des Landes fördern im Rahmen der Förderrichtlinie, so wie ich das gerade eben erläutert habe, so gut, dass auf Verbandsversammlungen des Landesfeuerwehrverbandes das Land sogar ausdrücklich für den Umfang der Förderung gelobt wird. Ich will noch eins hinzufügen, Herr Kollege. Wenn wir insbesondere von Kfz-Unfällen sprechen auf Autobahnen, dann haben wir dann eben auch einen Kostenträger, weil wir dann in dieser Situation natürlich Rückgriff nehmen können auf denjenigen, der den Feuerwehreinsatz ausgelöst hat. Insofern stellen sich für die kommunalen Haushalte keine nennenswerten zusätzlichen Belastungen, weil eben über die Versicherungen die entsprechenden Mittel abgerufen werden können. Weitere Zusatzfrage, Abg. Franz. Warum erhält die Gemeinde Wehretal nach dem derzeitigen Bescheid, die ja ebenfalls eine Zuständigkeit für die A44 zugewiesen bekommen hat, nicht die derzeit höchstmögliche Förderung für den Neubau des Feuerwehrhauses in Wehretal-Reichensachsen? Herr Minister. Das kann ich Ihnen jetzt aus dem Stand nicht sagen, aber da liefere ich Ihnen gerne den Grund für nach. Ich habe Ihnen etwas zu den Regelfördersätzen gesagt, die in der Brandschutzförderrichtlinie festgelegt sind, wie das mit dem einzelnen Feuerwehrgerätehaus ist. Das würde ich Ihnen nachliefern. Frage 1007 wird mit Top 71 und 73 am Mittwoch aufgerufen. Das ist so versprochen oder auch Regelwerk. Und 1008, Herr Abg. Yüksel. Ich frage die Landesregierung, wie viele Stunden Unterricht fallen an der Viktor-Frankl-Schule in Frankfurt am Main seit Schuljahresbeginn aus? Herr Kultusminister. Herr Abg. Yüksel, Unterricht fällt auch an der Viktor-Frankl-Schule in Frankfurt nicht aus. Die Schule erhält die vollumfängliche Zuweisung
Sie hat auch dafür die entsprechenden Kräfte. Kurzfristige Fehlzeiten der Landesbediensteten werden im Rahmen des schulinternen Vertretungskonzeptes kompensiert. Langfristige Fehlzeiten werden durch TVH-Verträge und VSS-Kräfte kompensiert sowie durch das schulinterne Vertretungskonzept aufgefangen. Das heißt, auch langfristige Fehlzeiten führen in diesem Fall nicht zu Unterrichtsausfall. Zusatzfrage, Herr Abgeordneter Yüksel. Teilen Sie die Auffassung der Schulleiterinnen und auch Elternbeiräten, dass doch Nachmittag keine Betreuung mehr stattfinden kann, weil die genügenden Fachkräfte nicht vorhanden waren? Herr Kultusminister. Herr Abgeordneter Yüksel, wie Ihre eigene Frage zeigt, reden wir da von zwei ganz verschiedenen Punkten. Sie haben selbst angesprochen, es geht jetzt um die Betreuung am Nachmittag. Das ist was anderes als Unterricht. Ich rede von dem Unterricht, der beispielsweise in Stundentafeln etc. vorgeschrieben ist. Die Viktor-Frankl-Schule, das kann man vielleicht zum Hintergrund sagen, ist eine Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung im Profil 3. Und das Geschehen war, dass es in der ersten Schulwoche des Schuljahres 2017/18 an der Schule einen Notarzteinsatz gab mit einem Helikopter und der Notwendigkeit, einen Schüler nach Atemstillstand zu reanimieren. Als Reaktion auf diese Notsituation hat die Schule die für die Nachmittagsgestaltung vorgesehenen Stunden zum Teil in den Vormittagsbereich verlagert und für Doppelsteckungen genutzt, um der besonderen Situation Rechnung zu tragen. Dadurch sind die Nachmittagsangebote in der Tat reduziert worden. Aber wie gesagt, das ist etwas anderes als Unterrichtsausfall, sondern hier geht es um eine in der Verantwortung der Schulleitung vorgenommene Verlagerung der vorhandenen Stunden und der entsprechenden Kräfte vom Nachmittag in den Vormittag, aus den Gründen, die ich eben geschildert habe. Weitere Zusatzfrage, Herr Abgeordneter Yüksel. Sehen Sie nicht ein Problem, Herr Minister, dass Nachmittag viele Kinder in der Schule sind und deren Eltern berufstätig sind und auch keine Möglichkeiten haben, diese Kinder nachmittags zu unterrichten bzw. auch zu betreuen? Herr Kultusminister. Doch, Herr Abgeordneter Yüksel, und deswegen ist es auch das gemeinsame Ziel der Schule und der Schulaufsicht, zu einer vollumfänglichen Wiederaufnahme des Ganztags auch an der Viktor-Frankl-Schule zu kommen. Und wie gesagt, das hat nichts mit Unterrichtsausfall zu tun. Die aktuellen Lösungsansätze sind die, dass die Schule von Seiten des Schulamts umfassende Beratungsangebote zur Wiederaufnahme des Ganztagsprogramms erhält. Außerdem hat sie die Zusage für eine einjährige Praktikantenstelle und damit für eine sozialpädagogische Kraft erhalten. Die Schule erhält weiter ab dem Schuljahr 2018/19 eine unbefristete Erzieherstelle aus Mitteln des Landes. Wir werden außerdem erneut TVH-Gründe prüfen, die Schule notfalls auch mit einer Überversorgung ausstatten. Und ich darf hinzufügen, wofür ich auch dankbar bin, dass auch der Schulträger beschlossen hat, die Schule im kommenden Schuljahr mit 30.000 Euro zu unterstützen und ihr aus den zusätzlichen Ganztagsmitteln eine weitere Ressource im Umfang einer halben Stelle zukommen zu lassen. Sie sehen also, wir mobilisieren vielfältige zusätzliche Unterstützungsangebote, damit in der Tat auch der Ganztag an der Viktor-Frankl-Schule wieder in vollem Umfang hergestellt werden kann. Zusatzfrage, Herr Degen. Herr Kultusminister, nur um noch einmal zusammenzufassen, ich habe Sie so verstanden, dass aber in der Tat der Ganztagsunterricht im Profil 3, wie er ja verbindlich vorgesehen ist, aufgrund des Mangels an Lehrkräften so nicht stattfinden konnte in diesem Jahr. Herr Kultusminister. Abgeordneter Degen, wir reden nicht von einem Mangel an Lehrkräften. Die Lehrkräfte sind vorhanden, die Stunden sind vorhanden. Wir reden von einer Umsetzung, die die Schulleitung vorgenommen hat, von Nachmittagsstunden in den Vormittag. Der vorhandenen Stunden, die nicht reduziert sind, von denen auch keine durch einen Lehrermangel ausfällt. Sondern die Schulleitung hat Stunden verlagert und dadurch entfallen im Nachmittag beispielsweise AG-Angebote im Moment. Zum Beispiel die Theater-AG, die Bücherei-AG, die Kantine Tulpe, eine Einheit im Schwimmen, eine Einheit im Trommeln, ein Zirkusprojekt und dergleichen Dinge mehr. Auch die wollen wir, wie gesagt, gerne wiederherstellen, deswegen die zusätzliche Unterstützung der Schule. Aber es hat weder etwas mit Lehrermangel noch etwas mit Unterrichtsausfall zu tun. Frage 1009, Frau Abgeordnete Dr. Sommer. Ich frage die Landesregierung, wie will sie die School of Medicine in Kassel, die angehende Medizinerinnen und Medizinerpraxis nah ausbildet, unterstützen? Herr Staatsminister Rhein. Verehrte Frau Abgeordnete Sommer, Dr. Sommer, die Landesregierung beabsichtigt keine Unterstützung der Kassel School of Medicine. Zusatzfrage, Frau Dr. Sommer.
nicht wegzudiskutieren ist ja, dass wir auf einen Ärztemangel hinsteuern. Auf einer Podiumsdiskussion mit Kollegen der regierungstragenden Fraktionen wurde angekündigt, dass man überlegt, einen Gesundheitspakt 3.0 aufzusetzen und dass dann die bisher von Ihnen verneinten Studienplätze Medizin erhöht werden sollen. Gibt es da einen Meinungswandel von Ihnen, Herr Minister Rhein? Herr Minister Rhein. Nein, es ist die derzeitige, oder meine Antwort resultiert aus der derzeitigen Rechtslage. Die Kassel School of Medicine ist kein Angebot einer hessischen staatlichen oder nichtstaatlichen Hochschule, sondern sie ist ein Angebot der britischen University of Southampton. Und insoweit ist die Situation so, dass die Ausbildung nicht auf der Grundlage der Approbationsordnung für Ärzte erfolgt und so insoweit nicht auf die entsprechenden Staatsprüfungen vorbereitet. Das ist die Rechtslage, und aufgrund dieser Rechtslage kann ich Ihnen nur diese Antwort geben. Zusatzfrage, Frau Dr. Sommer. Das hatte ich verstanden, Herr Minister Rhein. Meine Frage ging jetzt an die hessischen Hochschulen und die Plätze der Medizin an hessischen Hochschulen, also in Frankfurt, in Gießen und in Marburg. Dort wurde signalisiert Ihrer Kollegen aus den regierungstragenden Fraktionen, dass in einem angehenden Gesundheitspakt 3.0 jetzt doch mehr Studienplätze für die Medizin bereitgestellt werden sollen. Sie haben das bisher immer verneint. Gab es da von Ihnen einen Meinungswechsel? Herr Staatsminister Rhein. Nein, verehrte Frau Abgeordnete Dr. Sommer, das ist ja ein, ich sage mal, sehr viel, das ist ein vielschichtiges Problem, das man nicht durch die eine einfache Antwort in den Griff bekommen wird, dass man sagt, wir bieten mehr Studienplätze an. Dass Handlungsbedarf besteht, ist durchaus bewusst, und dafür besteht auch die Sensibilität. Ganz abgesehen davon, dass wir ja keinen Studenten bzw. keinen Absolventen dann zwingen können, in Hessen zu bleiben, sodass das nicht die alleinselig machende Lösung sein wird. Allerdings kann man durchaus darüber nachdenken, dass man die Kapazität erhöht. Die Landesregierung kommt ihrem Auftrag derzeit natürlich durch die Finanzierung der entsprechenden Ausbildungskapazitäten an den Hochschulen nach. Allerdings ist aus meiner Sicht vorrangig ein anderes Problem zu lösen, nämlich das Problem der Teilstudienplätze in Marburg. Und in dieser Frage ist die Landesregierung auf bestem Wege, eine Lösung herbeizuführen. Letzte Zusatzfrage, Herr Abgeordneter Frömmrich. Herr Staatsminister, das ist ja ein bundeseinheitliches Problem mit der Frage zu wenig Studienplätze im Bereich Medizin. Könnten Sie erläutern, wie das Bundesland Hessen im Vergleich zu anderen Bundesländern in der Frage des Angebotes für Mediziner aussieht und ob es andere Bundesländer gibt, die überhaupt gar keine Medizinstudenten ausbilden? Und Herr Staatsminister Rhein. Ja, Herr Abgeordneter Frömmrich, das ist exakt die richtige Frage zu dem Thema. Und Sie erinnern mich daran, etwas nachzuholen, was ich hätte durchaus vortragen müssen, nämlich, dass, wenn Sie sich die hessischen Zahlen anschauen im Vergleich zu anderen Zahlen, wir, wenn man den Königsteiner Schlüssel zugrunde legen würde, wir hier in Hessen, und das tut man eben, den Königsteiner Schlüssel zugrunde zu legen, wir hier in Hessen überproportional ausbilden. Und insoweit ist der Nachholbedarf zunächst einmal nicht in Hessen zu suchen, sondern ist der Nachholbedarf zunächst einmal natürlich auch in anderen Bundesländern zu suchen, die hier nachkommen müssen, entsprechend im Königsteiner Schlüssel auszubilden. Die Hessen haben, was diese Frage betrifft, durchaus ihre Hausaufgaben erledigt. Ich rufe auf die Frage 1010, Herr Abgeordneter Warnecke. Ich darf die Landesregierung fragen, ist zwischenzeitlich sichergestellt, dass Pflichtpraktika, die im Landesdienst absolviert werden, auch eine finanzielle Unterstützung für Praktikantinnen und Praktikanten nach sich ziehen? Herr Innenminister Beuth. Herr Abgeordneter, Pflichtpraktika sind Praktika, die aufgrund einer schul- oder hochschulrechtlichen Bestimmung, einer Ausbildungsordnung oder im Rahmen einer Ausbildung an einer gesetzlich geregelten Berufsakademie verpflichtend vorgesehen und Bestandteil dieser Ausbildung sind.
da Praktikantinnen und Praktikanten, die diese Pflichtpraktika ableisten, nicht unter den Geltungsbereich des Berufsbildungsgesetzes fallen, gilt für sie auch nicht das Mindestlohngesetz und damit auch keine gesetzliche Verpflichtung zur Gewährung einer Vergütung. Auch nach den Praktikantenrichtlinien des Landes Hessen soll grundsätzlich von der Zahlung einer Vergütung ganz oder teilweise abgesehen werden, wenn kein besonderes Interesse an ihrer Beschäftigung besteht. Mit der Rücksicht auf die Arbeitsleistung, die von Praktikantinnen und Praktikanten vor Abschluss der Schulausbildung in der Fach- bzw. Berufsschule teilweise erbracht wird, bestehen hiernach in manchen Fällen aber keine Bedenken gegen eine Vergütung. Dies betrifft Erzieherinnen und Erzieher sowie hauswirtschaftliche Betriebsleiterinnen und Betriebsleiter, die höchstens bis zu 570 Euro monatlich erhalten können, sowie Haus- und Familienpflegerinnen und Pfleger sowie Kinderpflegerinnen und Pfleger, die höchstens bis zu 520 Euro monatlich erhalten können. Ferner bestehen keine Bedenken, wenn an Studierende von Hochschulen, die während der Praxissemester eine berufspraktische Tätigkeit ausüben, eine Vergütung wie folgt gezahlt wird: im ersten Praxissemester höchstens 500 Euro monatlich, im zweiten Praxissemester höchstens 650 Euro monatlich. Zusatzfrage, Herr Warnecke. Sehr geehrter Herr Staatsminister, da Sie ja sicherlich wissen, dass manche dieser Pflichtpraktika in der Tat in einem Jahr absolviert werden, sehen Sie da nicht Handlungsbedarf, da diese Personen in der Regel ja auch in den innerbetrieblichen Ablauf integriert sind und auch durchaus Leistungen erbringen, die hilfreich für uns als Staat Hessen sind, dort zumindest für eine Änderung zu sorgen? Und sehen Sie das als tarifliche Angelegenheit oder sehen Sie Handlungsbedarf der Landesregierung? Herr Innenminister. Also ich habe Ihnen ja geschildert, dass wenn entsprechende Tätigkeiten sozusagen im Interesse des Landes stattfinden, dann ist es möglich, entsprechende Vergütungen zu bezahlen. Ansonsten gelten die Regeln, die auch in anderen Bundesländern gelten. Und dort sind die Vergütungen im Übrigen auch nicht, soweit ich das zumindest weiß, nicht anders geregelt und schon gar nicht höher geregelt. Es gibt einzelne Bundesländer, die es ein bisschen höher machen. Aber im Prinzip ist es so, dass sogar in einigen Ländern die Vergütung sogar niedriger ist. Also deswegen, ich sehe aktuell ehrlich gesagt keinen Handlungsbedarf. Dann kommt die Frage 1011, Frau Abgeordnete Wallmann. Ich frage die Landesregierung: Erhalten die Bürgerinnen und Bürger analog zum Vorjahr bei elektronischer und authentifizierter Übermittlung ihrer Einkommensteuererklärung für 2017 eine automatische Fristverlängerung? Herr Finanzminister Dr. Schäfer. Frau Abgeordnete Wallmann, ja, das wird analog zum Vorjahr so gehandhabt. Also wer eigentlich verpflichtet ist, bei einer Abgabe einer analogen Steuererklärung bis 31. Mai entsprechend tätig zu werden, kann, wenn er eine elektronische und authentifizierte Steuererklärung abgibt, damit nun bis zum 31. Juli warten. Dann kommt Herr Kollege Greilich mit einer Nachfrage. Ja, Herr Finanzminister, woher wissen denn die Finanzämter, ob in der verlängerten Frist die elektronische Steuererklärung kommen wird? Muss man damit rechnen, dass man vorher gemahnt wird? Herr Finanzminister. Herr Abgeordneter Greilich, wenn Sie bisher immer Ihre Steuererklärung analog abgegeben haben, unterstellt das Finanzamt, dass Sie das auch künftig tun werden. Um das zu vermeiden, sollten Sie sich unter elster.de ein entsprechendes Profil anlegen. Dann rechnet die Finanzverwaltung damit, dass Sie bis zum 31.07. elektronisch tätig werden. Gut, dann kommen wir zu 1012, Frau Abgeordnete Löber. Ich frage die Landesregierung: Wann wird der dringend erforderliche Lückenschluss des Fahrradweges vom Landkreis Marburg-Biedenkopf zum Vogelsbergkreis über den Ebsdorfer Grund hier Rossberg-Wermertshausen gebaut? Herr Staatsminister Al-Wazir. Sehr geehrte Frau Abgeordnete Löber, der von Ihnen angesprochene Abschnitt des Radwegs im Zug der L 3125
wurde im Vorfeld der Sanierungsoffensive in einer Dringlichkeitsreihung nicht als prioritär bewertet und ist somit nicht Bestandteil der Sanierungsoffensive 2016 bis 2022. Planung und Bau des Radweges können somit bis 2022 leider nicht in Aussicht gestellt werden. Zusatzfrage, Frau Abg. Löber. Können Sie kurz erklären, warum das als nicht prioritär eingestuft wurde? Weil es sich doch hier um eine schon bedeutende Verbindung verschiedener Radwegnetze handelt. Herr Staatsminister. Also wir haben im Vorfeld der Sanierungsoffensive uns die unterschiedlichen Strecken von Landesstraßen betrachtet. Und dann wurde nach bestimmten Kriterien abgewogen, ganz banal, also jetzt mal untechnisch gesprochen, wie viele sind da jetzt unterwegs? Das ist die Verbindung von wo nach wo, wie groß sind die Orte, die damit jeweils verbunden werden und, und. Und am Ende kamen dabei 60 Radwege raus, die prioritär bearbeitet werden. Und das Wesen einer prioritären Bearbeitung des einen ist, dass man dann sozusagen die anderen erst mal später macht. Ich kann Ihnen versichern, dass das von Hessen Mobil sozusagen anhand bestimmter Parameter gemacht worden ist. Und ich setze darauf, dass, wenn die einen dann fertig sind, dass dann die anderen dran kommen. Aber ich kann Ihnen schon jetzt sagen, dass dann auch bei den anderen, die dann später kommen, nach 2022, auch wieder welche dabei sein werden, die nicht prioritär bearbeitet werden können. Wir haben in der Vergangenheit einen sehr unterdurchschnittlichen Radwegebau an Landesstraßen gehabt, und das kann man nur Schritt für Schritt auflösen. Eine weitere Zusatzfrage, Frau Löber. Der Messung der Radfahrer kann ich so jetzt nicht als Kriterium folgen. Hat das eventuell Auswirkungen auf den Radwegebau im ländlichen Raum, gezielt in Gegenden, wo ein Fahren an auf der vorhandenen Straße für einen Radfahrer gar nicht möglich ist und dadurch der ländliche Raum bei den prioritären Maßnahmen vielleicht schlechter abschneidet als der Bau von Radwegen in Regionen, Ballungsräumen, wo deutlich mehr Menschen wohnen? Herr Minister. Frau Abg. Löber, das Wesen von Landesstraßen ist, dass sie sich vor allem im ländlichen Raum befinden. Wenn Sie sich beispielsweise die Stadt Frankfurt oder die Stadt Offenbach anschauen, da gibt es kaum Landesstraßen. Ich glaube, aus historischen Gründen irgendwo zwischen Höchst und Sindlingen gibt es noch eine Landesstraße. Aber ich glaube, grundsätzlich gilt, Landesstraßen sind eher im ländlichen Raum. Ansonsten wären sie sozusagen keine Landesstraßen. Zweitens, natürlich wird man sich auch anschauen, wie viel Verkehr auf dieser Trasse stattfindet. Das heißt, es kann durchaus sein, dass auf einer Landesstraße, auf der sehr viele Autos unterwegs sind, man die Notwendigkeit eines eigenen Radwegs noch einmal nach oben kommt. Und deswegen kann es durchaus mit der Verkehrsbelastung zu tun haben. Wie hoch eine Verkehrsbelastung ist, hängt aber auch damit zusammen, wie viele andere Straßen es als Alternative zu dieser Landesstraße gibt. Deswegen kann man das so generell, wie Sie es gerade gesagt haben, auf keinen Fall sagen. Dann kommen wir zur Frage 1013. Frau Abg. Löber wieder, bitte. Ich frage die Landesregierung, wann kann das Planfeststellungsverfahren für den Bau der Ortsumgehung Eckelshausen endlich abgeschlossen werden? Herr Wirtschaftsminister Al-Wazir. Sehr geehrte Frau Abgeordnete, die im Rahmen des Anhörungsverfahrens zur Ortsumgehung von Eckelshausen vorgebrachten Einwendungen liegen Hessen Mobil seit Mitte November 2017 vollständig vor. Zu den sehr umfangreichen Stellungnahmen aus dem Bereich Naturschutz findet im Mai 2018, also im nächsten Monat, ein Abstimmungstermin zwischen Hessen Mobil und der Oberen Naturschutzbehörde statt. Erst nach dem Abstimmungstermin sind Aussagen dazu möglich, ob ergänzende Untersuchungen oder zusätzliche Maßnahmen erforderlich werden und wann Hessen Mobil die Erwiderungen zu den Einwendungen an die Anhörungsbehörde, den RP Gießen, übergeben kann. Nach Abschluss des Anhörungsverfahrens wird die Planfeststellungsbehörde im Hessischen Verkehrsministerium die Planung überprüfen und über die im Anhörungsverfahren vorgebrachten Stellungnahmen und Einwendungen sowie die dazugehörigen Erwiderungen des Vorhabenträgers Hessen Mobil im Planfeststellungsbeschluss entscheiden.
Sie merken, es ist derzeit noch keine Aussage darüber möglich, wann das Verfahren abgeschlossen ist, weil zuerst einmal geklärt werden muss im Abstimmungstermin, ob ergänzende Untersuchungen bzw. zusätzliche Maßnahmen erforderlich werden oder eben nicht. Zusatzfrage, Frau Löber. Habe ich das richtig verstanden, dass das Planfeststellungsverfahren eigentlich bereits abgeschlossen war und nun ergänzende artenschutzrechtliche Planunterlagen bezogen auf Tierarten gefordert wurden? Herr Minister Al-Wazir. Nein, weil das Wesen eines Planfeststellungsverfahrens ist ja, dass man die Anhörungsunterlagen öffentlich auslegt, und dann melden sich Leute, die Einwendungen haben. In diesem Fall waren das etliche. Und dann muss man die Einwendungen abarbeiten und gucken, ob sie gerechtfertigt sind oder eben nicht gerechtfertigt sind. Und in diesem Fall gab es von der oberen Naturschutzbehörde etliche Einwendungen, und die müssen sozusagen abgestimmt werden. Und wenn man das nicht macht und auch nicht ordentlich macht, dann kann das im Zweifel dazu führen, dass ein solches Planfeststellungsverfahren von einem Verwaltungsgericht aufgehoben wird. Weitere Frage, Frau Löber. Wie beurteilen Sie die aufgekommenen Bedenken, dass dadurch das Projekt sich nicht nur zeitlich verzögert, sondern insgesamt infrage gestellt werden könnte? Herr Staatsminister Al-Wazir. Das kommt darauf an, ob die Einwendungen, die von der oberen Naturschutzbehörde eingebracht worden sind, ob die am Ende, und deswegen macht man ja einen solchen Abstimmungstermin, dazu führen, dass man Nacharbeiten machen muss oder Nachkartierungen machen muss. Das wird davon abhängen. Je umfangreicher die sind, umso länger dauert es. Aber auf der anderen Seite weise ich darauf hin, lieber jetzt im Planfeststellungsverfahren es ordentlich gemacht, als nachher ein jahrelanges Gerichtsverfahren, was im Zweifel damit endet, dass das Planfeststellungsverfahren aufgehoben wird, weil dann hätte niemand was davon. Ich rufe auf die Frage 1014, Herr Kollege Warnecke. Ich darf die Landesregierung fragen, wie hoch ist der Anteil der Bestandsstrecken des Landesstraßennetzes im Landkreis Hersfeld-Rotenburg, der in die Kategorie schlechter, sehr schlechter Zustand einzuordnen ist? Herr Verkehrsminister Al-Wazir. Sehr geehrter Herr Abgeordneter Warnecke, ich freue mich über Ihr anhaltendes Interesse an der Sanierungsoffensive der Landesregierung. Uns ist bewusst, dass weite Teile des Landesstraßennetzes nach jahrzehntelangem Sanierungsstau in schlechtem Zustand sind. Daher folgen wir dem Grundsatz Sanierung vor Neubau. Im Landkreis Hersfeld-Rotenburg wurden im Rahmen der Zustandserfassung 2016, da muss ich hinzufügen, diese Zustandserfassungen werden nicht jedes Jahr gemacht, sondern alle 4-5 Jahre, wurden im Rahmen der Zustandserfassung 2016 334 Kilometer Landesstraße untersucht. Davon befinden sich 162 Kilometer in einem schlechten bzw. sehr schlechten Zustand. Dies entspricht einem Anteil von ca. 48%. Sie sehen also, dass unser klarer Fokus auf Erhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen nicht von ungefähr kommt. Und ich hoffe, dass Sie mich angesichts des hohen Anteils an Straßen in schlechtem und sehr schlechtem Zustand bei dieser Schwerpunktsetzung unterstützen. Zusatzfrage, Herr Warnecke. Herr Staatsminister, können Sie die Frage, nein, Sie können die Frage gewiss beantworten. Beantworten Sie doch bitte die Frage, die folgendermaßen lautet: Ist Hersfeld-Rotenburg mit 48% schlechter, sehr schlechter Zustand im Mittelfeld einzuordnen oder ist es im wahrsten Sinne des Wortes in einem schlechten Zustand? Herr Staatsminister Al-Wazir. Also, wenn ich die Zahlen richtig im Kopf habe, ist das leider der Durchschnitt. Und genau deswegen haben wir ja die Sanierungsoffensive gestartet, weil wir müssen von diesem schlechten Zustand runter. Ich darf Ihnen an dieser Stelle mitteilen, ich werde jetzt nicht alle Projekte vorlesen, die wir im Landkreis Hersfeld-Rotenburg in den letzten beiden Jahren und in diesem und im nächsten Jahr fertiggestellt haben, begonnen haben bzw. anfangen wollen. Wenn ich das machen würde, würde das den Rahmen dieser Fragestunde sprengen. Aber ich will Ihnen vielleicht nur, um Ihnen ein Gefühl zu geben, was da passiert, sagen, die Projekte 2016 und 2017, die im Landkreis Hersfeld-Rotenburg fertiggestellt wurden,
Die fangen an, das sind insgesamt 9 Projekte, das fängt an mit der grundhaften Erneuerung der Ortsdurchfahrt Rothenburg, Ortsteil Erxhausen bis Ortsteil Seifertshausen und endet bei der grundhaften Erneuerung der Ortsdurchfahrt Haulenthal-Holzheim. Das waren 9. Die Maßnahmen, die im Landkreis Hersfeld-Rotenburg im Rahmen der Sanierungsoffensive 2016 bis 2022 in diesem oder im nächsten Jahr begonnen werden sollen, und die, die wir jetzt noch durch die Aufstockung der Mittel dazu nehmen können, sind insgesamt 13. Die erste ist die grundhafte Erneuerung zwischen Kirchheim und Kirchheim-Reckerode, einschließlich Ortsdurchfahrt Reckerode. Und die letzte ist die grundhafte Erneuerung zwischen Niederaula-Solms und Niederaula-Mengshausen, einschließlich Ortsdurchfahrt Solms. Hat er noch eine Frage? Eine noch. Herr Warnecke, einmal noch bitte. Ich habe gedrückt. Dankeschön. Herr Staatsminister, da Sie das ansprechen, was im Moment gemacht wird, stimmen Sie mit mir überein, dass 11 Kilometer Landesstraße nach den überschlägigen Berechnungen pro Jahr in den Zustand schlechter, sehr zu schlechter Zustand fallen müssten, rein rechnerisch 30 Jahre, in Hersfeld-Rotenburg, und das, was Sie als Sanierungsoffensive vorgestellt haben, darauf hindeutet, dass wir auch weiter mit 48% schlechtem und sehr schlechtem Zustand jährlich rechnen können. Herr Staatsminister Al-Wazir. Herr Abgeordneter Warnecke, ich hatte ja gesagt, dass sich 162 Kilometer in einem schlechten bzw. sehr schlechten Zustand befinden. Wenn ich Ihre Frage richtig verstanden habe, stellen Sie mir die Frage, wenn man 11 Kilometer im Jahr macht, dass es dann 30 Jahre dauern würden. Ich finde, Sie sollten nicht alle Vorurteile gegen das hessische Abitur bestätigen. Ich rufe auf die Frage 1015, Frau Abgeordnete Geis. Ich frage die Landesregierung, aus welchen Gründen wurde der geplante Bauabschnitt für den Radweg zwischen Bischofsheim und Groß-Gerau im Abschnitt vom Kreisverkehrsplatz Nordring bis zum Kreisverkehrsplatz im Schachen verschoben? Herr Staatsminister Al-Wazir. Sehr geehrte Frau Abgeordnete Geis, der Radweg zwischen der Einmündung zum Nordring und dem zukünftigen Kreisverkehr im Schachen wird von der Stadt Groß-Gerau zusammen mit dem Bau des Kreisverkehrsplatzes im Schachen umgesetzt. Im Vorfeld zu den Bauarbeiten sind von der Stadt Groß-Gerau für die Umsetzung des Kreisverkehrsplatzes allerdings noch Grunderwerbsfragen zu klären. Nach heutiger Einschätzung sollen die Bautätigkeiten nach den Sommerferien 2018 begonnen werden. Dann kommen wir zur Frage 1016, Herr Abgeordneter Greilich. Ich frage die Landesregierung, in welchem Umfang und wann wird sie für die Bildungsgänge zur Berufsvorbereitung Sozialpädagogen auf Stellen an beruflichen Schulen zuweisen? Herr Kultusminister. Herr Abgeordneter Greilich, ich nehme an, dass Ihre Frage auf die 700 sozialpädagogischen Fachkräfte zielt, die wir in diesem Jahr ja neu an die Schulen bringen, also auf unsere sogenannten UBUS-Kräfte. Und dazu darf ich Ihnen mitteilen, dass allen beruflichen Schulen solche sozialpädagogischen Fachkräfte im Umfang von 0,25 Stellen je beruflicher Schule zugewiesen werden. Erledigt? Okay. Nächste Frage, 1017, Frau Waschke. Ich frage die Landesregierung, wie ist der Sachstand zur Ausweisung der Rhön als Nationalpark nach der Umbildung des Kabinetts in Bayern? Frau Ministerin Hinz. Frau Abgeordnete Waschke, in seiner Regierungserklärung am 18.04.2018 teilte der bayerische Ministerpräsident mit, dass die Idee eines Nationalparks zurückgestellt werde. Das ist eine freundliche Formulierung dafür, dass die Idee nicht weiterverfolgt wird. Dann kommen wir zur Frage 1018, Frau Abgeordnete Knabel. Ich frage die Landesregierung, hält sie an ihrem Vorhaben,
von 20 geplanten stellenwirksamen Abordnungen für einen Zeitraum von 5 Jahren ins Kultusministerium ohne Beteiligung des Hauptpersonalrates nach der einstweiligen Verfügung des Verwaltungsgerichts Wiesbaden vom 5. April 2018 fest. Herr Kultusminister. Frau Abgeordnete Gnadl, in dieser Angelegenheit hat das Verwaltungsgericht Wiesbaden nach Erörterung der Sach- und Rechtslage im Eilverfahren, im parallelen Hauptsacheverfahren, da ging bis jetzt keine Entscheidung, aber im Eilverfahren eine einstweilige Anordnung erlassen, die es der Dienststelle vorläufig untersagt, stellenwirksame Abordnungen pädagogischer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an das Hessische Kultusministerium vorzunehmen. Diesen Beschluss im Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes wird die Landesregierung selbstverständlich beachten. Ich rufe auf die Frage. Halt, Herr Degen, Zusatzfrage? Okay, ein bisschen schneller. Drück mal Knöpfchen, danke. Herr Kultusminister, das war jetzt ein bisschen schnell. Welche Gründe lagen vor für die einstweilige Anordnung? Herr Kultusminister. Herr Abgeordneter Degen, die Gründe dieses Beschlusses sind uns gerade erst am Freitag zugestellt worden. Dafür war die Zeit jetzt noch nicht gegeben, um die umfassend auszuwerten und zu bewerten. Dann rufe ich jetzt auf die Frage 1021, weil 19 und 20 wurden zurückgezogen. Frau Geis, bitte schön. Ich frage die Landesregierung, wie viele antisemitische Vorfälle gab es in den Jahren 2017 und 2018 an hessischen Schulen? Herr Kultusminister. Frau Abgeordnete Geis, wie Sie vielleicht der Pressemitteilung des Kultusministeriums vom 8. April mit der Überschrift „Antisemitismus hat keinen Platz an hessischen Schulen“ entnommen haben, gibt es bislang für antisemitische Vorfälle keine Meldepflicht. Um solche Vorfälle an Schulen für 2017 und 2018 umfassend zu ermitteln, müsste man daher eine Umfrage an allen Schulen starten, weil solche Vorfälle ja auch pädagogisch in der Schule bearbeitet werden können, ohne dass das jeweilige staatliche Schulamt einbezogen wird. In schwerwiegenden Fällen, also wo diese auch angezeigt werden, werden antisemitische Vorfälle natürlich in der polizeilichen Kriminalstatistik erfasst. Nach Angaben des Hessischen Innenministeriums hat die hessische Polizei für das Jahr 2017 3 solche Fälle und für 2018 bislang noch keinen Fall im Kontext Schule registriert, der dem Bereich Antisemitismus zuzuordnen ist. Aufgrund der jüngsten Vorfälle an den Berliner Schulen hat das Hessische Kultusministerium jedoch entschieden, die Schulen in einem Erlass noch einmal für das Thema zu sensibilisieren und sie aufzufordern, dem Kultusministerium entsprechende Fälle über das jeweilige staatliche Schulamt auch immer zu melden. Zusatzfrage, Herr Kollege Merz. Herr Minister, haben Sie bei diesem Erlass den Schulen auch Hinweise gegeben, was als antisemitischer Vorfall zu werten ist und wie sich einer, der nach der polizeilichen Kriminalstatistik relevant wäre, von einem unterscheidet, der einer pädagogischen Bearbeitung eher zugänglich ist? Herr Kultusminister Professor Dr. Lorz. Herr Abgeordneter Merz, der Erlass ist noch nicht ergangen. Wir arbeiten da im Moment noch daran. Und das wird sicherlich eine der Fragestellungen sein, die wir dabei zu berücksichtigen haben werden. Zusatzfrage, Frau Kollegin Geis. Der Abgeordnete Merz hat eben meine Nachfrage gestellt. Damit hat sich's erledigt. Danke schön. Damit kommen wir zur Frage 1022, Herr Abgeordneter Merz. Ich frage die Landesregierung, welche Maßnahmen wird sie ergreifen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an InteA-Kursen, die zum 30. April 2018 keinen Platz für das vorgeschriebene Langzeitpraktikum gefunden haben? Herr Kultusminister. Herr Abgeordneter Merz, lassen Sie mich zunächst festhalten, dass für die Schülerinnen und Schüler in den Intensivklassen an beruflichen Schulen, also das, was wir gemeinhin InteA nennen, kein Langzeitpraktikum vorgeschrieben ist. Das Hessische Kultusministerium hat sich in enger Zusammenarbeit mit weiteren Ressorts und Institutionen wie der Bundesagentur für Arbeit allerdings das Ziel gesetzt, so wie im vergangenen Jahr 2017, allen in InteA-Klassen geförderten Schülerinnen und Schülern weiterhin je nach individueller Eignung einen außerschulischen bzw. einen begabungsgerechten schulischen Anschluss zu ermöglichen. Bei diesen flexiblen Übergangsmöglichkeiten sind primär ausreichende Kenntnisse der Bildungssprache die Eintrittskarte, sodass alle Schülerinnen und Schüler, die InteA beenden, am deutschen Sprachdiplom DSD 1 Pro teilnehmen.
Vorrangig soll möglichst in Einstiegsqualifikationen, die zu einer Ausbildung hinführen, in Maßnahmen wie Wirtschaft integriert von Seiten des Hessischen Wirtschaftsministeriums oder bei entsprechenden Kompetenzen auch direkt in eine duale Ausbildung vermittelt werden. Dabei kann ein Praktikum diese Übergangsprozesse durchaus unterstützen, das sehen wir auch. Deswegen sind auch in Kooperation der verschiedenen Ressorts der Hessischen Landesregierung seither viele Anstrengungen gemeinsam mit der Bundesagentur für Arbeit und der Wirtschaft unternommen worden, um die beschriebenen Übergänge erfolgreich zu realisieren. Vom 8. Asylkonvent am 8. Februar 2018 an der Adolf-Reichwein-Schule ging beispielsweise ein gemeinsamer Aufruf an die hessischen Unternehmen aus, verstärkt motivierte Flüchtlinge mit ausreichenden Deutschkenntnissen und entsprechenden Kompetenzen in Praktika und die duale Ausbildung aufzunehmen. Der Datenaustausch, bezogen auf InteA, zwischen Berufsberatung und Schule, wurde systematisch angepasst und verbessert, um beispielsweise Praktikumsmöglichkeiten, aber auch insgesamt bessere Vermittlungsmöglichkeiten anzubahnen. Praktikumsbörsen unterstützen zudem auf regionaler und Landesebene den Prozess der Praktikumssuche. Zudem werden Rückmeldungen der Schulen in diesem ständig anzupassenden Prozess, unter anderem über unseren Praxisbeirat zur Flüchtlingsbeschulung, aber auch durch die eingerichtete ressortübergreifende Steuerungsgruppe in Zusammenarbeit mit der Bundesagentur für Arbeit, die den Titel Übergänge aus InteA trägt, in das Verwaltungshandeln einbezogen. Über die favorisierten und bereits dargestellten Anschlussmöglichkeiten nach InteA in außerschulische Maßnahmen und in die duale Ausbildung hinein bestehen für die Schülerinnen und Schüler auch begabungsgerechte schulische Anschlussmöglichkeiten. Im schulischen Bereich wurden unter anderem die bereits im letzten Jahr in den beruflichen Schulen zusätzlich zur Verfügung gestellten 700 Plätze über die Altersgrenze hinaus in den Bildungsgängen zur Berufsvorbereitung zum Erwerb eines Schulabschlusses mit integrierter Deutschförderung noch einmal um 1.000 Plätze als direkte Anschlussoption für InteA erhöht, sodass jetzt dafür 1.700 Plätze zur Verfügung stehen. Auch andere Bildungsgänge und Schulformen stehen natürlich bei entsprechenden Voraussetzungen an den beruflichen Schulen, den Schulen für Erwachsene oder den gymnasialen Oberstufen als schulische Anschlussoptionen zur Verfügung. Dann kommen wir zur Frage 1023, Frau Abgeordnete Schott. Ich frage die Landesregierung. Aus welchen Gründen hält sie den Technologiepark Wolfgang in Hanau grundsätzlich für ein weiteres atomares Zwischenlager wie von der Firma Daher Nuclear Technologies GmbH beantragt für geeignet? Frau Staatsministerin Hinz. Aus Sicht der Landesregierung sollte die Zwischenlagerung von schwach- und mittelradioaktivem Material grundsätzlich und in allen Bundesländern standortnah erfolgen, damit weitere Transportwege vermieden werden und einzelne Regionen nicht unnötig belastet werden. Und deswegen ist aus meiner Sicht eine Erweiterung der Lagerung in Hanau nicht notwendig. Nicht notwendig. Frage 1024, Herr Abgeordneter Greilich. Ich frage die Landesregierung, wie viele Fälle aus der Zeit seit 2014 sind ihr bekannt, in denen Personen mit sogenannter Vollverschleierung am Unterricht in Schulen teilnehmen wollten? Herr Kultusminister. Herr Abgeordneter Greilich, der Landesregierung wurden in dem genannten Zeitraum keine konkreten Fälle genannt. Im Rahmen einer Abfrage zu Beginn dieses Jahres konnte allerdings festgestellt werden, dass es im Jahr 2014 und Schuljahr 2014/15 drei Fälle gab, in denen Schülerinnen vollverschleiert am Unterricht teilnehmen wollten. In den Schulen wurde dies in Übereinstimmung mit dem geltenden Recht und auf der Basis des Erlasses des Kultusministeriums aus dem Jahr 2012 unterbunden, ohne dass es einer weiteren Einbindung der Schulaufsicht bedurfte. Frage 1025, Herr Abgeordneter Merz. Ich frage die Landesregierung, wie beurteilt sie die Vereinbarung der Stadt Frankfurt am Main mit freien Trägern, wonach diese keine ortsfremden Kinder in ihren Einrichtungen, ich ergänze, in ihre Kinderbetreuungseinrichtungen aufnehmen dürfen? Herr Sozialminister Grüttner. Herr Abgeordneter, bei der Feststellung des Bedarfs in einzelnen Gemeinden muss die Gemeinde im Prinzip auch bei der Bedarfsplanung ortsübergreifenden Bedarf berücksichtigen. Gemeinden bedienen sich zur Deckung des festgestellten Bedarfs dann auf freier Träger von Tageseinrichtungen und unterstützen diese finanziell. Das wird in der Regel durch sogenannte Betriebskostenverträge zwischen den Gemeinden und den freien Trägern festgehalten. Wenn eine Gemeinde einem freien Träger Betriebskosten für die Betreuung auswärtiger Kinder zahlt, kann sie diese Kosten nach 28 HKJGB
von der Wohnsitzgemeinde des Kindes erstattet verlangen. In Frankfurt ist es nach Kenntnis der Landesregierung so, dass die Stadt Frankfurt den freien Träger nicht verbietet, auswärtige Kinder aufzunehmen, jedoch leistet sie für deren Betreuung keine Betriebskostenzuschüsse. Ob diese Praxis letztendlich zulässig ist, ist gerichtlich zu klären. Der Landesregierung liegt hierzu keine Rechtsprechung hessischer Gerichte vor. Gerade vor dem Hintergrund, dass sehr viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Frankfurt ihrer Tätigkeit nachkommen und auch gleichzeitig dort Betreuungsplätze für ihre Kinder nachfragen, erscheint die Praxis der Stadt Frankfurt zumindest hinterfragungswürdig. Zusatzfrage, Herr Kollege Merz. Herr Minister, da es sich ja bei der Aufnahme von Kindern und auch bei der Regelung nach § 28 HKJGB um Landesrecht handelt, in das hier ja offenkundig eingegriffen wird, jedenfalls materiell, ist doch die Frage, und dies frage ich Sie, ob hier nicht Handeln der Kommunalaufsicht angezeigt wäre. Herr Staatsminister. Herr Abgeordneter, das wäre dann der Fall, wenn es eine Aufnahmepflicht gäbe. Aber nach dem Urteil des Hessischen Verwaltungsgerichtshofs vom 10. Januar 2017, Aktenzeichen 10b, 2923 aus 16, besteht eine Aufnahme von gemeindefremden Kindern nicht. Insofern besteht an dieser Stelle auch nicht ein entsprechender Anspruch seitens der Stadt. Und es besteht auch keine Möglichkeit eines kommunalaufsichtlichen Handelns. Zusatzfrage, Herr Kollege Merz. Herr Minister, wie bewerten Sie denn vor diesem Hintergrund das Spannungsverhältnis zwischen dem Recht auf freie Wahl des Betreuungsplatzes, das eben auch die Wahl eines Betreuungsplatzes woanders einschließt, und dem, was Sie eben gerade als Rechtslage geschildert haben? Herr Staatsminister Grüttner. Herr Abgeordneter, diese Frage würde sich letztendlich oder lässt sich letztendlich nur gerichtlich klären. Insofern wäre es durchaus interessant, eine Entscheidung eines Gerichtes auf der Grundlage entweder einer Klage von Eltern oder eines freien Trägers zu erfahren, um an dieser Stelle dann auch Rechtsklarheit tatsächlich zu haben, auch für aufsichtsrechtliches Verhalten. Ich rufe auf die Frage 1026, Frau Abg. Dr. Sommer. Ich frage die Landesregierung, wie beurteilt sie die Einrichtung eines Gremiums auf Landesebene zur Begleitung und Steuerung der Umsetzung des neuen Pflegeberufegesetzes? Herr Sozialminister Grüttner. Den Vorschlag zur Schaffung eines Landesgremiums für die weitere Umsetzung der neuen Ausbildung sieht die Landesregierung sehr positiv. Bereits 2016 hat die damals zuständige Fachabteilung des Ministeriums mit der Arbeitsgemeinschaft Altenpflegeausbildung in einem Workshop einen Vorschlag dazu unterbreitet, mitsamt einer gesamten Struktur einer solchen Arbeitsgruppe und vielem anderen mehr. Sie hat diesen Vorschlag mit allen Ausbildungspartnern in der Altenpflegeausbildung diskutiert. Da jedoch bisher keine Meinungsbildung zu einem solchen Gremium auf Seiten der Krankenkassen, der Krankenhäuser oder der Krankenpflegeschulen erfolgt ist, muss als allererstes diese Seite noch eingebunden werden, um sich dann auf eine gemeinsame Arbeitsstruktur und die konkreten Aufgaben eines Landesgremiums zu vereinbaren. Das heißt, welche Struktur, welche Besetzung, welche Geschäftsordnung, Vorschläge dazu gibt es bereits und die Gespräche mit den Partnern werden aufgenommen. Dann habe ich eine Frage, Herr Abg. Quanz, die 1027. Ich frage die Landesregierung, in welchen Bereichen des Kultusministeriums sind oder waren der Mitarbeiter und die Mitarbeiterin tätig, die offensichtlich der sogenannten Reichsbürgerbewegung angehören? Herr Kultusminister. Sie sprechen ja zwei Fälle an. In dem einen Fall handelt es sich um eine Beamtin, die an einer Gesamtschule im Schulaufsichtsbereich des staatlichen Schulamtes in Hanau tätig ist. In einem anderen Fall handelt es sich um eine befristet beschäftigte externe Kraft, die im Rahmen der Sicherstellung der verlässlichen Schulzeit nach § 15a Hessisches Schulgesetz an einer Haupt- und Realschule im Aufsichtsbereich des staatlichen Schulamtes in Offenbach eingesetzt war. Herr Kollege Franz, die Zusatzfrage.
kann man Aussagen darüber treffen, ob negative Folgen aus dieser Tätigkeit erwachsen sind oder gar Schäden entstanden sind. Warum ist das weg? Die Schulaufsicht letztlich getroffen hat. Herr Kultusminister. Mir sind keine Schäden in diesem Sinne bekannt, Herr Abgeordneter Quanz. Ich darf aber vielleicht hinzufügen, dass jedenfalls, was die im Rahmen der verlässlichen Schulzeit eingesetzte Kraft anbetrifft, so haben wir unmittelbar nach Bekanntwerden ihrer Zugehörigkeit zur Reichsbürgerbewegung veranlasst, dass diese Kraft nicht mehr eingesetzt wird und auch keine weiteren Arbeitsverträge mehr erhält. Was das ein mögliches Verfahren gegen die Beamtin anbetrifft, so sind die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen. Und weitere Zusatzfrage, Herr Quanz. Gibt es konkrete Überlegungen, wie man künftig möglichst ausschließen kann, dass aus einem solchen Personenkreis dann Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen in staatlichen Institutionen, besonders im Kultusministerium, arbeiten? Herr Kultusminister. Herr Abgeordneter Quanz, es sind die normalen Mechanismen, mit denen wir versuchen, die Verfassungstreue aller unserer Mitarbeiter sicherzustellen. Ich glaube, da können wir ja auch im Schulbereich sozusagen keine Sondermechanismen noch zusätzlich kreieren. Außerdem gibt es natürlich auch immer die Fälle, dass Personen sich dieser Bewegung erst anschließen, nachdem sie unbeanstandet in den Schuldienst oder auch sonst in den öffentlichen Dienst gekommen sind. Also ich denke, man wird das nicht ganz ausschließen können. Man muss eben einfach wachsam sein. Meine Damen und Herren, damit schließe ich die heutige mündliche Fragestunde.